Mr. Filster mit einem Fünfer, deine persönlichen Top 5 Düfte ohne Placements? Also ich persönlich nutze, ich zeige euch, ich mache das ja einmal im Monat, komm. Könnt ihr euch screenshotten? Das sind momentan so die, die ich eigentlich am meisten benutze. Aber das ist wirklich abhängig vom, wohin ich gehe. So. Wenn ich zum Fußballspiel gehe, dann kloppe ich mir keinen Louis Vuitton-Duft drauf. Das hier ist All Time, glaube ich, bis jetzt mein Lieblingsparfüm. Ist aber leider sehr teuer. Ich glaube, die Flasche hat 600 Euro oder so gekostet. 200 Milliliter sind es aber. Also 100 kosten 300 Euro. Das ist momentan auch ein Brett. Das ist der neue Duft von Louis Vuitton. Fleur de Dessert. Das ist so, das hatte ich im Sommer übertrieben oft. Aber mittlerweile trage ich das auch nicht mehr so oft. Tom Ford, fucking Fabulous. Das ist auch stark. Sehr, sehr geil. Das habe ich mir in Paris geholt. Also das, ja, ich weiß, das kennen viele, aber es gibt, das ist so, glaube ich, eins der Parfüms, die von denen, die ich gerade gezeigt habe, nicht so viele kennen. Das ist richtig geil. Arabiens Tonka. Das ist richtig geil. Ist aber auch intensiv, muss ich sagen. Ne? Also das könnt ihr auch nicht jeden Tag überall. Müsst halt immer so ein bisschen aufpassen, wo ihr wie viel auftragt. Und das trage ich auch ab und zu gerade in letzter Zeit. Tom Ford Oldwood. Sind so meine persönlichen Favoriten momentan. Montale zum Feiern super, kriegst krass viele Komplimente. Also ich würde sagen, all time, meisten Komplimente, wirklich das hier. Und ich bekomme kein Geld dafür, wirklich. Ist halt leider extrem teuer. Aber das habe ich seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren waren 200 Milliliter. Und ich trage das wirklich alle 2 Tage. Guck mal, wie viel ich noch habe. Weil es reichen, Real Talk, 1-2 Sprüher. Ich schwöre, ich 2 Tage danach. Das ist kein Joke. Ich finde zum Beispiel auch Louis-Düfte komplett overrated. Monta hat gefühlt jeden Louis-Duft. Ich war letztens bei Louis, um mir das neue zu holen. Persönliche Meinung, sorry. Louis Vuitton hat 3 gute Düfte vielleicht. Der Rest ist nicht meins. Ich finde dieses Rosenparfüm gut. Ombre Nomade ist ganz okay. Völlig overrated, ist aber riecht trotzdem gut. Und halt das neue. Ich zeige euch mal die, die etwas bezahlbarer sind, okay? Wenn wir hier beim Parfüm. Bitte gib. Also vorhin habe ich die teureren gezeigt und jetzt zeige ich euch mal wahrscheinlich die, die ich gut finde, die nicht ganz so krass teuer sind, aber natürlich trotzdem eine Stange Geld kosten. Also, dann haben wir das hier, das ist auch schon sehr stark benutzt. Giorgio Armani Stronger With You Intensely. Das ist wirklich stark, sehr stark. Den habe ich damals immer bei härter Zeiten getragen, kannst du mich daran erinnern. Dann haben wir den, finde ich, da hatte ich zwar letztens ein Placement drüber, aber ich finde den wirklich gut. Armani Code, riecht auch cool. Kann ich vorher aber noch nicht, um ehrlich zu sein, aber hat auch was. Glaube ich auch nicht ganz so krass teuer. Hier, das ist wahrscheinlich so vieles. Das finde ich aber ein bisschen overrated. Viele sagen, bester Duft, bla bla bla. Versace Eros, das Eau de Toilette. Ja, kann man machen, aber ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, ist jetzt ein absolutes Brett, ne? Da sind die anderen schon cooler. Aber das ist gut, das ist gut, ne? Nicht falsch verstehen, aber der wurde mir ein bisschen zu hoch gehypt. Persönliche Meinung, ne? Ist aber trotzdem gut. Den finde ich super, den gibt es schon lange. Hugo Boss Bottled. So ein geiler Duft, Chat. Das war einer der ersten guten Düfte, die ich damals hatte. Der hält auch gut lang, ist nicht ganz so krass teuer. Kann ich euch auch empfehlen. Ist hier kein Placement. Trägt halt jeder. Ja, das sind halt Parfüms, die schon etwas mehr Leute tragen. Bleu de Chanel, auch cool. Bleu de Chanel, auch sehr gut. Kennt ihr das, wenn ihr so viele verschiedene Parfüms gerochen habt, dass ihr jetzt nicht mehr richtig den Unterschied riecht? Das ist aber auch auf jeden Fall stark. Kann ich euch auch empfehlen. Hugo Boss Bottled nutze ich auch. Ja, das sind viele. Also die, glaube ich, die meisten von denen kosten zwischen 50 und 80 Euro, glaube ich. Weiß es nicht mehr ganz genau. Aber das sind so Sachen, wenn ihr eins von denen habt, das ist wirklich, da macht ihr nichts mit falsch und gut riecht. Chat, das ist eine so krass underratete Sache. Aqua Dijon, Giorgio Armani. Auch sehr, sehr geil. Das war einer der Düfte, die ich auch früher den habe ich getragen mit Lina, als wir uns richtig kennengelernt haben. Das hier ist richtig geil. Das ist, würde ich sagen, mein Lieblingsparfüm von denen, den ich euch gerade alle gezeigt habe. Dolce Gabbana The One. Als wir deine Freundin abgeholt haben im Auto und ich das drauf gemacht habe, hatte ich deine Freundin gefragt, was war das für ein Parfüm, das will ich meinem Freund auch holen. Weißt du noch? Das war das hier. Dolce Gabbana The One ist mein Favorite von denen, die ich euch gerade gezeigt habe, die etwas bezahlbare. Zeig mal, wie das, ich glaube, das mag ich auch richtig gerne. Da gibt es aber 2 verschiedene, glaube ich. Ja, es gibt 2 verschiedene. Ich habe das in der schwarzen. Also das einfach gerade das, was ich euch gezeigt habe. Wenn die Freundin der Freundin sagt, was das ist für ihren Freund, dann muss das geil sein, ja. Yves Saint Laurent, Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Irgendwas mit Rom. Rome. Das ist auch gut. Der monatliche Parfüm-Talk. Na, mittlerweile Quartal. Will so für max 130 Euro ein Parfüm holen. Hab Arabian Tonka im Warenkorb. Sagst, damit mache ich nichts falsch oder gibt's was? Das ist schon sehr gut. Wenn du mich fragst, Korey, spar nochmal. Ja, ich weiß, was du verdienst. Hol dir für 300 Euro Baccarat Rouge. Du wirst es nicht bereuen. Das ist mit Abstand der beste. Ich hab blöde Schamme. Ja, also mit denen dürften, das waren jetzt hier 1, oh, 3, 2, Umut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Düfte, die alle zwischen 50 und 100 Euro kosten. Gisada habe ich auch, aber wo ist Gis? Stimmt, Gis.
Guisada habe ich auch, aber das ist nicht Dion Sauvage und Guisada. Ich finde das nicht. Das sieht ja aus wie eine Parfümerie, ne? Also ich sammle die Dinger auch. Ich kann euch nicht alle zeigen, Chat, weil wirklich, das ist... Ich zeige euch nur gerade... Ich habe auch schon welche geholt, die ich wirklich nicht so gut fand. Dummerweise, aber ich will die ja auch nicht dumm fertig. Also was heißt, man muss ja nicht komplett schlecht machen. So, wir machen weiter mit denen. Die Dion Sauvage ist auch gut, habe ich aber nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo das ist. Das ist sehr gut. Guisada. Guisada Ambassador Intense ist besser. Meiner Meinung nach riecht ein bisschen intensiver, wie es der Name schon sagt. Da haben wir hier auf jeden Fall overweightesten Duft, meiner Meinung nach. Wenn ihr den unbedingt haben wollt. Ja, der ist gut, aber das ist so wie, keine Ahnung, das ist so wie Five Guys in Deutschland. Five Guys in Deutschland, jo, passt, ist ganz okay. Aber die Leute übertreiben. Also davon war ich über... Melina, Ombre Nomad, wie fandest du Ombre Nomad? Ich finde, das riecht so sehr nach Leder, oder? Nach was? Nach Leder? Ja, aber doll nach Leder, Chat. Das finde ich geil, das mische ich immer. Also ich mache immer mein Main-Parfüm und das mache ich eigentlich auch fast jedes Mal drauf. Les Sables Roses, das ist von Louis Vuitton gut. Das riecht einfach Real Talk. Das riecht original nach einer Rose. Aber einer schönen Rose. Und ihr riecht dann danach. Das ist sehr gut. Das hat mir Siran geschenkt, damals zum Geburtstag. Rahaba von Anfas. Das ist auch sehr gut. Ist aber auch leider teuer. 300 oder so. Das riecht auch stark. Das hatte ich vorletzten Winter im Auf. Ohne Witz. Die Düfte erinnern mich immer so krass an die Zeit, die ich durchgemacht habe. Also die ich erlebt habe. Das war immer im Winter. Habe ich immer im Winter getragen. Auch sehr, sehr gut. Das ist ganz cool, wer auf Vanilledüfte steht. Montale Paris Vanille Absolu. Ist sehr vanillig. Ja, ich weiß, viele feiern Vanille nicht, aber die Vanille feiern, das ist auf jeden Fall einer der besten Vanilleduft, die ich jemals hatte. Ich fand dieses von Tom Ford, wie heißt denn das? Tom Ford hat auch einen Vanilleduft. Den finde ich auf jeden Fall besser. Ist aber alles immer Geschmackssache, Chat, ne? Also nehme ich nicht wegfronten. Ihr habt mich nach meiner Meinung gefragt. Tobacco, ja genau, Vanille, Tobacco da, bla bla bla. Das habe ich aufs Mykonos. Das war der größte Geldabzieher, den ich jemals hatte, leider. 300 Euro, guck mal bitte, ich habe das nie benutzt. Ich habe das 3-4 Mal aufgetragen. Es ist respektlos. Das ist wirklich, ich bin in den Laden reingekommen, irgendwas hat da richtig geil gerochen. Dann meinte sie, das ist das. Dann haben wir uns das alle geholt. Sydney, Willi und ich haben uns das alle drei geholt. Und es hat irgendwie dann nicht gerochen. Ich glaube, sie hat uns einen anderen Duft gegeben. Das war leider auch sehr teuer und überhaupt nicht gut. Das empfehle ich euch nicht. Ich glaube, das waren jetzt 15 Düfte oder so, die ich euch gezeigt habe mit vorhin. Eins von denen, da macht ihr wirklich nichts falsch. Von teuer bis sehr teuer bis etwas günstiger werdet ihr da auf jeden Fall was finden. Ganz wichtig. Also es kommt auf das Parfüm, weil jedes unterschiedlich stark ist, aber in der Regel mache ich eins hierhin, dann hinter die Ohren und dann kommt es drauf an, wo ich bin. Die drei Sprüher sind es aber eigentlich immer. Hier und hier hinter die Ohren. Manche machen auch noch an den Händen, also hier und machen da, jeder wie er will. Ich mache ganz gern noch was auf die Klamotten, damit die Klamotten danach riechen. Bin ich ein Fan von. Das sind so die Sprüher. Meistens drei bis fünf Sprüher. Also Freunde, lasst gerne ein Like auf das Video da, abonniert den Kanal, abonniert den Main-Kanal. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit einem von den Parfüms. Ist für jeden was dabei und gut riechen ist underrated. Everything has changed. Every day. 24.